meine Damen und Herren, das ist unser Testwagen, ein Opel Kadett. Einer von den vielen, die die Firma aus Rüsselsheim anbietet, nach dem bewährten Baukastensystem, nach einem System, das die Firma Opel mit Erfolg seit Jahren praktiziert. Und das bedeutet, die Karosserie eines bestimmten Typs mit X Motoren zu versehen. Wir haben hier ein Opel Kadett mit einer 1100 Kubikzentimeter Maschine und einiger Sonderausrüstung. Davon sprechen wir später. Auf jeden Fall ein Wagen, der in unserem Straßenbild nicht mehr zu übersehen ist und der von den einen abfällig als kleine Familienkutsche abgetan wird, von den anderen aber geschätzt als ein zuverlässiges Fahrzeug, viele tausend Kilometer zurück. So, meine Damen und Herren, wir überholen immerhin mit einem Tempo von rund 110, 115 und sehen, dass dieses Fahrzeug eine durchaus gute Beschleunigung hat. Bei Wagen dieser Größenordnung wird naturgemäß auf den Verbrauch ganz besonders geachtet. Auf der Autobahn schluckt dieser Kadett bei zügiger Fahrweise 9,3 Liter. Auf der Landstraße fließen bei einem Durchschnitt von 75 Kilometern 9,6 Liter durch den Vergaser. Mehr als in anderen Verkehrssituationen schwankt der Verbrauch in der Stadt 10 bis 12 Liter. In einer Fahrt von etwas mehr als 2000 Kilometern ermitteln wir den Testverbrauch 10,2 Liter. Ein Verbrauch, der bei vollem Tank immerhin eine Fahrstrecke von rund 400 Kilometern garantiert. Von den vier gängigen Motorausrüstungen ab 45 bis 75 PS prüfen wir die 1100S-Version mit 55 PS. Der erste Blick zeigt einen aufgeräumten Motorraum, der gut zugänglich ist. Auf Sonderwunsch gibt es eine Drehstromlichtmaschine. Zur Sonderausrüstung zählen auch der Bremskraftverstärker und die vorderen Scheibenbremsen in diesem Testwagen. Während die Grundausrüstung des Kadett L 5.962 Mark kostet, steigern die vernünftigen Zutaten den Kaufpreis um rund 285 Mark. Auch eine Kühlerjalousie gibt's im Katalog. Die 55 PS Maschine lässt sich, ohne Schaden zu nehmen, auf 6.000 Touren drehen. Sie ist anspruchslos und zuverlässig und nicht ohne Temperament. 80 Kilometer werden aus dem Stand in knapp 11 Sekunden erreicht und die 100-Kilometer-Grenze in 18,2. Das sind durchaus akzeptable Werte, wobei es allerdings am elastischen Lauf und Übergang mangelt. Höchstgeschwindigkeit 136 Kilometer. Die Schaltung des Kadett ist eine feine Sache. Sie liegt genau richtig zur Hand. Die Übersetzungen sind vernünftig, sie sind richtig abgestuft. Und wenn jemand nicht schaltfaul ist, so wird er für jede Situation den richtigen Gang zur Hand haben. Nicht unsere Zustimmung indessen findet der Knopf für die Hupe hier in der Mitte des Lenkrads. Das ist unpraktisch und sollte, wenn auch nur als ganz kleiner Beitrag zur Sicherheit, geändert werden. Erstaunlich ist immer wieder, dass die verantwortlichen Ingenieure in deutschen Automobilwerken offensichtlich Nichtraucher sind. Nur so kann man sich den unpraktischen Platz für den Aschenbecher erklären, der bei einigem Nachdenken sicherlich auch einen besseren, zugänglichen Ort gefunden haben könnte. Erfreulich niedrig ist der Geräuschpegel im Wageninnern. Ob Motor, Wind oder Abrollgeräusch, der Kadett liegt über dem Durchschnitt und die Phonmessung bestätigt diesen Eindruck. Der Kadett ist knapp 4,20 Meter lang. Er hat also keineswegs eine Karosserie, die in ihren Ausmaßen auf ein Minimum beschränkt ist. Die Seitenlinie ist hochgezogen. Zurzeit ist das nicht mehr sehr modern, aber letzten Endes kein funktioneller Nachteil.
Für ein Fahrzeug der großen Serie ist dieser Kadett hervorragend verarbeitet. Er sammelt seine Pluspunkte in einer soliden und offensichtlich dauerhaften Ausführung, die sich nahezu in jedem Detail widerspiegelt. Dass man wesentliche Schalter, so zum Beispiel für die Scheinwerfer, die Instrumentenbeleuchtung und den Scheibenwischer nebeneinander angeordnet hat, bringt Verwechslungsgefahr, die unter Umständen peinliche Situationen nach sich ziehen kann. Die Belüftung des Innenraums ist gut. Die Heizung leistet Überdurchschnittliches. Es gibt hier kaum etwas zu bemängeln, außer der Tatsache, dass das Heizungsgebläse unnötig viel Lärm macht. Vordere Aufstellfenster werden von vielen Fahrern sehr zu Recht, wie ich meine, als Pluspunkte betrachtet. Schön wäre es allerdings, wenn man sie mühelos öffnen und mühelos wieder schließen könnte. Der Handschuhkasten hat, wie man sieht, einen beträchtlichen Umfang, liegt allerdings ein wenig hoch. Während die Freunde eines großen Kofferraums all ihre Wünsche erfüllt sehen. 7 Koffer unterzubringen, dazu noch eine Menge Kleinzeug, das ist beim Opel Kadett kein Problem. Wenn man dann allerdings abfahren will, dann sollte man mit gespitzten Ohren auf den Lauf des Motors hören, damit man nicht unnötigerweise den Anlasser zum zweiten Mal betätigen möchte. Die Zündschlosssperre fehlt, im Zusammenhang mit der sonst wohl durchdachten Ausstattung erstaunlich. Man sitzt gut, nicht nur bequem, sondern auch in einer richtigen Position und mit Freude konstatiert man, dass der Opel Kadett ein angenehm leicht zu fahrendes Auto ist. Wendig, gut beherrschbar, ohne Zweifel eine seiner wesentlichen Eigenschaften. Auf einer Fläche mit einem Durchmesser von 10 Metern und 60 Zentimetern lässt er sich um 180 Grad wenden. Die Lenkung erfordert nur einen sehr geringen Aufwand und Kraft. Man muss nicht kräftig zupacken, sie reagiert direkt und erlaubt zentimetergenaues Fahren. Mit dem Kadett hat Opel aus Rüsselsheim den durchaus geglückten Versuch unternommen, einen gewissen Hauch von Sportlichkeit zu intronisieren. Von jeher hat sich dieser Kadett durch ein sehr respektables Fahrverhalten ausgezeichnet. Das ist auch nicht anders geworden, als man vor einem guten halben Jahr einige Änderungen an der Hinterachse vornahm, die nunmehr Schraubenfedern statt Blattfedern besetzt. Das Fahrzeug verhält sich so neutral, wie man nur wünschen kann. Seine Kurvenneigung bleibt in durchaus vertretbaren Grenzen und es ist Opel gelungen, die ursprünglich harte Federung so zu verbessern, dass ein echter Fortschritt erzielt wurde. Eine Fahrwerksabstimmung wird indessen immer irgendwo Kompromisse schließen müssen. Beim Kadett gehen diese Kompromisse auf Kosten seiner Fahreigenschaften auf schlechten Wegstrecken. Ist schon bei schneller Geradeausfahrt auf ebenen Straßen die Kursstabilität nicht einwandfrei, so zwingen Schlaglöcher und Bodenwellen zu noch weiter erhöhter Aufmerksamkeit. Andererseits empfiehlt sich als bedeutender Vorteil eine geräuscharme und klapperfreie Karosserie. Prüfung der Seitenwindempfindlichkeit. Die Windmaschine liefert eine Luftgeschwindigkeit von 100 Kilometern pro Stunde quer zur Fahrtrichtung. Und der Wagen hat das gleiche Tempo. Abweichung 3,85 Meter. Die Windmaschine bläst aus ihren 16 Rotoren auf einer Länge von 32 Metern und sie erfasst den Wagen sehr plötzlich. Und wenn er dann so viel abweicht wie der Opel, dann geht's in die Hütchen. Und das bekommt den natürlich bei einer Geschwindigkeit von 100 Kilometern nicht sehr gut. Die Messung geht ganz einfach. Wir fahren ohne, dass mit der Lenkung korrigiert wird. Natürlich könnte man den Wagen auf Kurs halten mit der richtigen Reaktion, das ist überhaupt kein Problem, aber das gäbe ja dann schließlich keinen Messwert.
Und der Wert, den wir ermittelt haben mit 3,85 Meter, ist bestimmt nicht gut, vor allen Dingen für einen Wagen mit einem Motor nicht im Heck, um es negativ auszudrücken, denn Heckmotorfahrzeuge sind im Allgemeinen windempfindlicher als Wagen, die zwar Heck angetrieben sind, den Motor aber unter der Fronthaube haben. Also 3,85 kein guter Wert und es empfiehlt sich beim Opel Kadett ganz sicher aufzupassen, ob es nicht plötzlich bitterböse von der Seite weht. Es gab einmal eine Zeit, da waren nicht alle Aggregate so gut vor Wasser geschützt wie bei diesem Kadett, der diese extreme Prüfung klaglos übersteht. Der solide Gesamteindruck, den der Kadett hinterlässt, wird durch seine zuverlässig arbeitende Fernsanlage abgerundet. Hier stimmt alles, vom Pedaldruck bis zur Wirkung, vom gleichmäßigen Ziehen bis zur nur unmerklichen Ermüdungserscheinung. Bei einer Vollbremsung aus 100 Kilometern Geschwindigkeit steht der Wagen nach 50 Metern und 40 Zentimetern. Der Kaltstartversuch ist, wie Sie wissen, eine Routineprüfung im Autotest. Bei Opel schlechthin könnte man sie sich beinahe sparen, denn es ist eine bekannte Tatsache, dass Fahrzeuge dieses Hauses auch extreme Kälte normalerweise nicht scheuen. Der Kadett macht hier keine Ausnahme. Auf 15 Grad minus unterkühlt springt er an, wie wenn nichts gewesen wäre. Betrachten wir noch die Gesamtkosten dieses Fahrzeugs, wie immer ohne Abschreibung und Reparaturen. Der Kadett kostet an Steuern 158 Marken und 40 Pfennig. Versicherung zwischen 296 und 384. Testverbrauch 10,2 Liter. Das ergibt bei einer Jahresleistung von 20.000 Kilometern 10,2 Pfennig pro Kilometer. Es lohnt sich, meine Damen und Herren, den Katalog ausführlich zu studieren, denn von der Parkleuchte bis zur geheizten Heckscheibe finden Sie dort alles, unzählige Dinge. Empfehlenswert vor allen Dingen, auch wenn es ein bisschen mehr kostet, die vorderen Scheibenbremsen, empfehlenswert technische Zubehördinge, wie zum Beispiel eine Triebstrom-Lichtmaschine. Der Unterschied zwischen Kadett L und zwischen der Normalausführung ist nicht sehr groß, weder im Komfort noch in der zusätzlichen Ausrüstung. Es ist sehr schwierig, nun das eine oder das andere zu empfehlen, das eine oder das andere zu kritisieren. Deswegen, der individuelle Anspruch wird entscheiden, zumindest über diesen Sektor. Rein technisch wäre zu sagen, dass der Kadett in erster Linie gefällt durch seine Robustheit und durch seine zweifelsohne solide Verarbeitung. Fahrgestell, Lenkung und auch die verschiedenen Motorenversionen bedürfen dagegen noch einiger Kultivierung, wenn ich mich mal so ausdrücken darf.